Wo ist der ganze Alkohol hin? Wikinger, ihr Schlingel. Was ist denn hier passiert? Stau. Die nächste ist weg, Alter. Hey, warte. So, jetzt noch ein paar easy Snacks hier. Ja, Rinten. Kriegen wir das hier eigentlich irgendwie verbunden vielleicht? Da wenigstens die Waffen noch mitnehmen? Wo sind denn... Wo ist denn meine Pio-Straße? So. Jetzt weiß ich wenigstens, wie man Mauern baut, ne? Mit Schlamm in Siedler 4. Jetzt habe ich das auch endlich mal gelernt. Denn ein Corona-Demon? Hä? Wer ist hier lost? F9! F9. 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 Das ist der Klassiker. F9, 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 sie haben verloren. Ja, das ist der Klassiker. Holt ihr wenigstens was? Habe ich nicht genug Brot? Ich habe auch sehr viele Kohleminen. Weil ich habe gerade gedacht, wo sind meine Kohleminen? Unten. Hä? Habe ich einen Ciri-Satz geschafft? KK150. Das passt schon. Ja, was ist das? F9. Bleiben die Butler. Also nicht. Genau.
Das ist ja noch so eine Fraktion. Wie finden denn eigentlich die Buddler das neue Siedler? Indem man ja nicht mehr buddeln muss. Oder habe ich da was übersehen? Nee, das ist noch alles eine Metzel, oder? Was noch gespielt wird im neuen Siedler? Durch die Bank Metzel, oder? Wie finden denn die Buddler das neue Siedler? Sollte man mal Ubisoft mit konfrontieren. Dann kriegst du erstmal als Antwort: Wer sind die Buddler? F9, jetzt ist es offen. Ja. Irgendwo Bauplatz. Nein. Komplett lost. So. Dann gucken wir mal. 100 Schwertkämpfer, sehr schön. Nehmen wir mit. Und Bogis sind nicht mehr ganz so viele, ist aber auch egal. Wir gehen mal hier hoch. Ja, vor allem, es gibt auch nur das kleine Wohnhaus, ne? Und das fühlt sich auch, das ist nicht nur sehr klein. Da kommt noch nichts raus. Aber vielleicht haben wir das, wir haben ja alle das Spiel noch nicht verstanden, dass man wirklich mit Steinstraßen das ganze Ding so entlasten kann, dass man plötzlich wieder genug freie Siedler hat. Wer weiß. Aber diese Steinstraßen-Meta, die da also eigentlich so herbeigedichtet haben, das... Gesehen habe ich davon nichts. Wenn es so ist, geil. Dann Hut ab, Ubisoft. Entenfan94, servus, grüß dich. Hallo, willkommen in der Zockerlounge. Wer hat den geilsten Nick, Entenfan? So. Ja. Ey, wisst ihr was? Ich reiß die Türme. Es ist grob fahrlässig natürlich, die jetzt zu reißen, aber das ist echt der Siedlermangel des Todes hier. Der Siedlerstau des Todes, sorry. Das war im neuen Siedler übrigens auch 2019 noch so ein Feature, ne? Siedlerstau. Also in der Closed Beta zumindest hat man nichts davon gesehen, aber das kann ja noch werden. Aber da rennen auch so wenig Siedler rum. Wuselfaktor. Aber ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. Wir reden am Donnerstag, Just Chatting, 2 Stunden voraussichtlich, dann im Livestream mit euch über das neue Siedler und ziehen dann das Zocker-Lounge-Beta. Fazit, Feedback, whatever. Es wird aber sicher nicht so vernichtend wie das, was Maurice gemacht hat. Das kann ich schon mal spoilern. Boah, die Burgen sind weg, ey. Geil. F9.
F9. F9. F9. F9. Mal wegen Strecke machen. Oh, nice. Also, Map ist wunderschön, ne? Aber ich habe kein Bauland. Ich hätte gerne einen Button für alle Nachrichten löschen. Vielleicht gibt es das auch irgendwie. Irgendwann hat man mit Shift oder so eine Nachricht anklicken, dann sind alle weg. Kann das aber nicht so bestätigen. Hallo Ente, Quark. In der Klubs bitter zu viel Siedler. Ja, du hattest so schnell Siedlermangel, du konntest ja gar nicht gucken, so schnell Siedlermangel. Ich meine, der Kassian, der ja dann am Donnerstag auch mit dabei ist, in dieser Talkrunde, hat gesagt, du kannst gar nicht so viele Häuser bauen, wie du. Also, vielleicht war das auch nur bei uns aktiven Siedlerspielern so mit dem Siedlermangel und die ganzen Casuals, da ist es vielleicht nicht so aufgefallen. Aber gut, dafür ist die Beta da. Ubisoft sieht, ups. Das Wort ups wird an diesem Wochenende wahrscheinlich öfter gefallen sein, auch mit dem Thema Rush und so weiter. Ich glaube, wir haben hier gleich gewonnen, kann das sein? Ein bisschen langsamer machen, ist doch erst 11:30. Wo müsst ihr jetzt echt da... Wie kommt... Dumm. Da kommt ihr außen rum. Na prima. Donnerstag 22 Uhr. Vielleicht redet man nur eine halbe Stunde, aber es ist Kassian dabei, ne? Der redet ja auch wie Kevin, ohne Punkt und Komma. Da reden wir bestimmt 2 Stunden. Lustig. Ja, lustig wird es bestimmt auch. Na, hat er noch was? Hier. Da haben wir noch genug Zeit, uns gleich die Map anzugucken. Muha. Wie man so ein Multiplayer, so ein Singleplayer-Spiel mit F9, ne, Klickerei beschleunigen kann, unglaublich. Wenn das jetzt alles in Realtime abgelaufen. So, wir haben nicht gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Was ist los? Ich muss die Kasernen ausmachen. Ja, okay, wir haben kein Gold mehr. Ich sehe schon das Problem. Stoppt die Kasernen. Lol, die war eh gestoppt. Okay.
Und dann gucken wir mal auf unsere Ressourcen. Was ist Taste? Y? 60, das Eisen passt schon, die Kohle passt auch, nur das Gold nicht, da fehlen noch 40, dann haben wir gewonnen. Müssen wir noch hier rein? Nee. Hö, wo ist der ganze Alkohol hin? Ach, Wikinger, ihr Schlingel. Mir überall mit Dieben Ultra die Ressourcen klauen können, ne? Aber pff. Das war eh ne Metzel von den Ressourcen da auf dem Berg. Das war ja abnormal. So, 81 Gold. Jetzt drücken wir nochmal. Einmal F9. Nochmal F9. Und wenn ich jetzt nochmal F9 drücke, ist es gewonnen. Nicht. Das haben wir vergessen. Besiege die Stadt Saugund. War das nicht Saugund? Saugund ist grün. Und grün hat noch 5 Truppen. Nein. Wenn ich euch da hochklick, liebe Truppen, warum lauft ihr da nach unten? Ah, okay, verstehe. Scheiße. Schlamm. Hm. Schlammmeter. Rechts oben vielleicht. Die Türme hier, sind die grün? Ne, die sind blau. Hier, da ist es. Lol, er hat hier lila irgendwas weggenommen. Da müssen wir hin. Attacke! Wo ist eigentlich der passende Sound dafür? Lauf, Schlampe! Lauf! Genau, den habe ich gesucht. Aber er hat auch 5 Truppen, das ist doch nur eine. Nein. Da müssen noch 5 Türme irgendwo sein. Ach, und mit Blau bin ich auch nicht verbündet, oder was? Na, euch gebe ich, ey. Mit Priestern kann ich das hier wegschmelzen. Hier ist auch grün. Nee.
Was zur Hölle geht hier ab? Ey, die Wikinger, die sind doch alle durch, oder? Das ist nicht... Wie viele Schneemänner kann ich setzen? Ja. Oh, hier war ein grüner Turm dabei. Die sind alle drei grün. Der hat die... Ach, der hat die Wikis angegriffen. Jesus! Ja, nice. Lol. Cross the map. Das war hier hinten. Ein Waffenlager. Okay. Und da oben wäre... Aha. Den Sinn von Blau erschließt sich mir jetzt auch nicht so ganz. Aber okay. Und wenn ich jetzt hier mal rauszoome, ne, ihr Experten hier mit Afrika und Tunesien und so eine Scheiße, ne? Guckt euch mal diese Map an. Das ist tatsächlich sogar Spanien. Und hier ist Portugal. Ich hab recht. So. Ziemlich deutlich, oder? Hier geht's nach Frankreich hoch. So. Ich hasse euch auch. So, jetzt lasst mal kurz überlegen. Wo hatte ich diese Kampagne her? Übrigens ist das hier mit meiner Steinoptik außen, ne? Zu der Original, das sieht schon auch nicht so scheiße aus tatsächlich, weil ich die Steine hier enden lassen habe, ne, hier an der Kante. Das sieht gar nicht mal so kacke aus. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Auf jeden Fall schon mal besser wie das Original. Karte 1 von wie vielen? Das können wir auch mal eben noch checken. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie hieß denn das denn? Pervy Punish oder so? Nee. Das war... K war es nicht. DPK, die punischen Kriege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Was? Oh, gut, dass ich das sehe. Über die Alpen ist die nächste. Krass. So, die Map. Wo finde ich die? Wo finde ich diese Map? Nochmal hier, HD Texture Pack von Patrick, ja? Bald, vielleicht, mal gucken. Vielleicht auch nur für mich, für den Stream, weiß ich noch nicht. Die Map, wo finde ich diese Map? Ich muss mal eben suchen. Moment. Map. Wo habe ich die denn, diese Kampagne? Ah, wisst ihr was, wir machen das anders. Wir gehen auf Siedler... -maps.de und ich nehme euch mal hier eben mit. Wir gehen auf Siedler 4 und ich drücke mal auf Kampagnen und dann die Punischen. Die Punischen Kriege, zweiter und dritter Krieg. So, jetzt passt auf. Und das hatte ich im Kopf, diese Map. Und deswegen habe ich gesagt, es spielt in Spanien, weil wir hier hochwandern. So, wir hatten alle recht, ne? Weil es gibt dann offensichtlich auch noch eine weitere Karte. Hier geht's dann später nach Italien. So, bis runter und dann zum Schluss. Nö, nach Afrika kommen wir nie. Tut mir leid. Oder? Doch hier, das könnte... Numidia? Was ist Numidia? Könnte Tunesien sein? Tunesien.
Oder wer weiß, wie damals die Landesgrenzen waren. Oh, kommen dann Kriegselefanten dazu? Ja, das wird episch. Ja, ich auf jeden Fall, ich feiere das, ne? Wer sich diese Kampagne aus und noch so Arbeit gemacht hat, ne? Und hier ist ja auch so ein Kriegselefant drauf. Cool. Cool, cool, cool. Von wem ist die Kampagne? Erschien am 1.7.2011, also auch schon ein bisschen älter. Erstellt von Konzil Holzbude. Oh, Holzbude lebt, glaube ich, gar nicht mehr. Okabi, also Konzil, den kennt man. Okabi kennt man. Treestone sagt mir nix. Paule und Drea. Drea oder Dre? Die Kampagne kann selbstverständlich keine geschichtlichen Ablauf wiedergeben. Man findet aber in ihr die kriegsentscheidenden Schlachten. Alle Mapper haben sich bemüht, das Geschehen so gut wie möglich mit dem Siedler 4-Spiel in Einklang zu bringen. Diese Maps werden nicht geskriptet und es sind auch keine Codewörter vorgegeben. Viel Spaß wünschen euch, bla 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 bla, der dunkle Siedler. So. Ey, dann sind wir ja heute ein bisschen zu pünktlich fertig, Leiter, aber dann machen wir dafür einen epischeren Raid als sonst. Und wir könnten noch kurz, was machen wir nächste Woche? Dienstag spielen wir Banished. Weil warum mit diesen ganzen neuen Spielen abgeben, wenn es der Urvater von 2014 eh besser macht? Habe ich letztes Mal 2014 gespielt, wird bestimmt wieder komplett lost. Egal, und Donnerstag dann der große Siedler-Talk und Sonntag wieder Siedler 4. Nächste Woche Sonntag auch eine neue Folge, die Siedler-News. Nehmen wir mal die ganzen News von Ubisoft aufarbeiten, was denn danach so auf der Beta alles an News rüberkam zum neuen Siedler. Das mal ein bisschen noch aufarbeiten. Da gibt es auch viel Bild- und Videomaterial mittlerweile. Das ist der Plan. Ne? Das ist der Plan für nächste Woche. So, wer spielt Siedler? Moment mal. Niemand.